Ja, heute ist der erste Abend, wo sich die Athleten für den European Cup in Sindelfingen wiegen können. Morgen geht ja der Wettkampf los. Und ich habe auch schon eine Athletin getroffen, die jetzt neben mir steht. Das ist nämlich die Katharina Menz. Hallo. Hallo. Die Waage, wie war es denn? Musstest du viel abnehmen oder ging's? Nee, ich musste eigentlich nur heute ein bisschen drauf achten, konnte nicht so viel essen. Ich habe immer, was weiß ich, 49 oder sowas. Das ist kein Problem. Oh, das ging ganz entspannt. Auf der Waage waren ja nun auch andere Gewichtsklassen, aber auch deine eigenen Konkurrenten. Hast du da schon ein paar entdecken können? Ja, klar. Da sieht man ja immer ein paar. Sind gute dabei doch. Vergangenes Jahr hast du Bronze gewonnen hier in Sindelfingen. Was hast du dir denn dieses Jahr grob vorgenommen? Ja, auf jeden Fall auch wieder eine Medaille. Letztes Jahr war ich auch krank, deswegen habe ich da nicht so stark gekämpft, um ehrlich zu sein. Und von daher möchte ich auf jeden Fall auch, natürlich eigentlich, wenn es geht, besser. Vielleicht auch nach ganz oben. Denkst du von Kampf zu Kampf oder studierst du genau die Liste durch? Nee, ich gucke es mir gar nicht an. Ich lasse mir dann morgens einfach sagen, wen ich habe und auch nur von Kampf zu Kampf, wen ich habe. Ich möchte eigentlich gar nicht mal, wo ich stehe, genau. Kann ich verstehen. Also wir sprechen dann morgen sozusagen früh nur über deinen ersten Kampf. Aber wir gucken heute Abend schon mal zur Auslosung, denn da werden die Gewichtsklassen ausgelost und dann können wir schon mal schauen, wen Katharina Menz erwartet.